Hallo Jürgen. Ich habe ein bisschen rumgetüftelt. Ich habe gedacht, ich probiere das mal aus mit den Trekkingstöcken und dem Rollo-Setup. Es war doch nicht ganz so einfach. Mir ist erstmal alles umgekippt. Immer wieder kleiner Windstoß habe ich hier. Also es funktioniert so nicht. Das heißt, zu den Seiten musst du es doppelt abspannen, damit es eben nicht kippen kann. Und dann kannst du 3 Meter Schnüre nehmen und durch die Schlaufen ziehen, einmal rüber, oben gar nicht festmachen. Und ich zeige dir das am besten mal. So sieht's aus. Und ich habe hier, wie du siehst, das so in zwei Richtungen abgespannt und hätte natürlich auch weiter nach da gehen können, aber so reicht das. Damit das so seitliche Stabilität kriegt, muss das eben separat kriegen. So ein Trekkingstock, der ist 1,30 hoch gemacht, so viel wie geht. Du siehst, das wäre nicht nötig gewesen bei diesem Teil. Das Tarp habe ich hier separat nochmal mit Hering festgemacht. Ansonsten laufen die nur durch die, mit den Laschen durch die Schnüre. Das ist auf der anderen Seite das gleiche. Ne, auch hier sind 2 Schnüre so schräg zu den Seiten. Hier auch wieder einfach so durch. Und die Schnüre sind natürlich unten mit Hering festgemacht. Ich nehme jetzt mal den Hering hier raus. Muss ich eigentlich nicht. Aber ich habe die ja mit Ablegern gemacht, sodass die nicht verloren gehen. So. Und dann nehme ich jetzt nochmal 2 Heringe dazu. So. Jetzt kann ich das eben so hochnehmen und hier aneinander machen, wenn ich das will. So. Na. Profileffekt brauchen wir jetzt nicht. So. Aber da helfen eben wieder meine Abnäher. Ja, wie du siehst, ist das jetzt schon halb hoch. Mehr habe ich das so nicht gekriegt. Ne? Also halb hoch. Ne? Und das kann ich natürlich auch hier mit den Seiten nochmal machen. So, da habe ich jetzt die Heringe. So. Und hier auch. Der Vorteil ist aber, wenn du das so gemacht hast, du siehst ja, dass die hier noch schön abgespannt sind. Ich kann das hier rüber klappen, ne, und habe dann die Seite ganz auf und dann könnte ich da eben schön meinen Tarp drunter machen. Ne. So würde das funktionieren. Ist nicht wirklich ein Rollo, aber so ähnlich, so geht es jedenfalls auch. Ne? Ich habe, wie gesagt, hier, als ich mehr Schnur gebraucht, als ich dachte, hier so ein Stück mehr eben, ne? Also 1,50, also man braucht also eher so 4 mal 3 Meter, ne? Oder 2 mal 3 Meter und 4 mal 1,50, ne? Aber so wird es eben gehen, ne? Also ich denke mal, du hast alles gesehen und gönnst mir jetzt sicherlich meinen Earl Grey.